So, dann kommen wir zum Before Start Procedure. Before Start Procedure. Erstmal hier im Multi-Control Panel ein bisschen was eingeben. Und zwar bei der Geschwindigkeit drehen wir die V2-Geschwindigkeit ein. Da haben wir 176. So. Dann armen wir LNAV und VNAV, dass sie dann kurz am Start dann auch aktiviert werden sozusagen. Genau. Dann drehen wir hier das Runway Heading ein, sollte dann irgendwas mit 140 sein, da wir Startbahn 14 heute haben. Können gleich mal gucken, wie weit das Baggage Loading ist. Ah, wunderbar, die sind fertig. Die Gepäckverladewagen verlassen jetzt auch hier das Flugzeug und dann können wir gleich weitermachen. Hat ja wunderbar gepasst, genau hier zeitlich alles. Wir sind nämlich jetzt auch gleich soweit für den Triebwerksstart, müssen nur dann jetzt warten, bis die APU dann später gestartet ist und dann können wir auch dann den Pushback anfordern. So, aber jetzt erstmal weiter hier, Before Start Procedure. So, Heading ist eingestellt, dann noch die Cruising Altitude ist erstmal Flight Level 330. So, da steht's, Boarding completed, das heißt, das Gepäck ist jetzt auch vollständig an Bord. Wir können also mal die Türen auf der rechten Seite schließen. Machen wir das mal hier. So, Next Page, Doors und Cargo Doors. Close, jetzt gucken wir, sind die Links auch schon weggefahren? Ja, die fahren auch weg. Dann können die Türen auch gleich zu. Left Entry 5 und Left Entry 2 und 1. So, die sind alle zu und wir machen weiter mit dem Hydraulic Panel. Genau, das ist das hier, wo wir kurz vorhin drüber gesprochen hatten. Da geht erstmal hier bei Engine 4 der Schalter auf AUX. Und bei allen anderen dreien gehen die Schalter auf Auto. So, jetzt gehen die Fuel Pumps alle wieder on. Da haben wir heute auch in jedem Tank erstmal was drin. Wahrscheinlich gehen am Anfang erstmal wieder die Stabilizer leer, glaube ich. Genau, immer so nacheinander. So wie es eigentlich immer ist, dass immer erst, glaube ich, die Stabilizer leer gehen und dann die anderen so langsam nacheinander alle leer werden. So, das Beacon geht jetzt auf Both, damit die Ground Crew, beziehungsweise das Bodenpersonal jetzt auch weiß, jetzt geht es bald los mit dem Triebwerksstart, dass sie sich bitte von den Triebwerken fernhalten und wir machen weiter mit der Before Start Checklist. So, die Flight Deck Door, sehen wir gerade nicht, aber die ist closed and locked. Dann Passenger Signs, die sind on, können wir nochmal hier gucken, genau, noch Smoking ist on und das andere ist ja auf Auto, das sollte auch on sein. Dann MCP, V2, Heading and Altitude are set. Takeoff Speeds sind set, sind auch hier drin im PFD. Dann CDO Preflight is completed. Trims are set. Ja, 5,8 passt ungefähr. Aber wir können das ja nochmal ganz genau nachgucken hier. Und wo steht denn das? Irgendwo muss hier auch die Trimmung bestimmt stehen. Ist das? Nee, das ist Das ist auch nicht. Ich dachte, das steht hier irgendwo. Oder ist das ist aber nicht die Trimmung, oder? Nee, das ist der Stabilizer-Tank. Wo steht denn das hier? Irgendwo muss es auch stehen. Na egal, gut, machen wir mal weiter. Passt auf jeden Fall von der Anzeige hier. Dann, oder das war nur bei der 7, bei der 777, dass das da irgendwo, 777, dass da irgendwo stand, genau. Taxi and Takeoff Briefing, sagen wir, ist completed und das Beacon ist auf Both. Before Start Checklist completed und wir starten jetzt mal die APU. Und dann geht es gleich los mit dem Pushback. So, APU on und Start, wunderbar. Da dauert es jetzt kurz, bis die hochgefahren ist. Und da ging es heute echt richtig schnell hier mit den Vorbereitungen für den Flug, finde ich. Also die haben wir heute hier richtig schnell alle abgeschlossen. Halt auch, natürlich liegt es auch daran, weil ich halt auch wirklich den Flugplan, finde ich, jetzt hier schon im Voraus halt so eingegeben habe und so. Also die Luftstraßenwegpunkte. Das hat auch immer viel Zeit halt gekostet. Gut, wobei meistens habe ich natürlich da die Aufnahmen unterbrochen. Aber trotzdem und sonst, ja, merkt man halt, wenn man immer öfters mit dem Flugzeug halt fliegt. Und ja, so oft sind wir jetzt ja auch noch gar nicht mit der 747 aus dem Add-on hier geflogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der 6., 7. Flug mit dem Flugzeug ist. Das ist auch noch nicht allzu viel, wenn man mal vergleicht, wie oft wir schon mit einem Flugzeug aus der Airbus A320-Familie geflogen sind. Und genau, da wird man auch immer schneller mit den Abläufen hier und kriegt das Ganze immer schneller hin. Genau. Und da merkt man schon, dass wir heute echt ziemlich schnell hier vorangekommen sind und hier schon in weniger als einer halben Stunde schon hier fertig sind für den Pushback. So, jetzt muss man erstmal warten, bis das Triebwerk fertig gestartet ist. Genau, das Hilfstriebwerk
Ne, die APU ist ja egal. Ist das das Hilfstriebwerk? Das ist doch nochmal was anderes, glaube ich. Das Hilfstriebwerk. Also die Auxiliary Power Unit, die APU. Genau, das Triebwerk hier hinten im Flugzeug sozusagen. Da müssen wir warten, bis die fertig gestartet ist. Das Beacon blinkt oben und unten. Na, unten sehen wir es gerade nicht. Ist irgendwo, doch, da ist es. Genau, da blitzt. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, ob die APU jetzt läuft. Ja. APU running, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier auch APU Generator 1 und 2 available. Nehmen Strom darüber und können die External Power disconnecten. So, Simulate, Ground Support, Ground Power, Disconnect. Wunderbar. Das ist erledigt und dann können wir jetzt mit dem Pushback weitermachen. Genau. So, das heißt, wir drücken einmal Steuerung F12. Gucken nochmal kurz erstmal, wo wir überhaupt hinrollen müssen, aber ich denke mal, wir müssen nach da oben. Ja doch, genau, da lang. Und dann da hinten zum Turnpad. Wir können auch da hinten zum Turnpad eher rollen, würde ich sagen, und da hinten dann drehen. Also wir können, ich würde schon so sagen, dass wir möglichst viel von der Startbahnlänge ausnutzen, das heißt möglichst bis ans Ende der Bahn rollen. So, dann können wir die Rollanweisung brauchen wir eigentlich nicht. Den Rollweg sehen wir ja, wissen wir. Können wir uns ja merken, ist ja nicht allzu viel. Prepare for pushback and departure. Nose right, tail left. So, haben wir heute auch einen etwas größeren Pushback-Truck. Genau, wir haben auch ein relativ großes Flugzeug heute. Der kommt jetzt hier zum Flugzeug angedockt, fährt ans Flugzeug ran und wir können schon mal Pack Control 2 und 3 ausschalten. Nicht, dass wir es vergessen, am Ende uns wieder wundern, wieso die Triebwerke nicht hochfahren. So, und dann warten wir, bis wir die Freigabe für den Triebwerksstart haben. So, da kommt er, dockt jetzt an. Sehr gut, wir sind auch ready for Pushback. So, genau, dann müssen wir hier oben mal gucken, wie wir das hier machen. Gut, dann müssen wir einen Autostart. Hat der überhaupt einen Autostart? Wir fliegen heute übrigens mit den PW-Triebwerken. Ich weiß nicht, ob wir mit denen schon mal geflogen sind. Und die habe ich ausgewählt, weil auch die 747, mit der wir heute fliegen, mit der Registrierung Foxtrot Golf Tango Uniform India von Corsair International, weil die auch in echt PW-Triebwerke hat, habe ich jetzt hier bei dem Konfigurator von dem Flugzeug von der Boeing 747, habe ich auch die PW-Triebwerke ausgewählt. Ihr könnt ihr hier zwischen drei verschiedenen Triebwerken auswählen. Dann gibt's noch die Rolls-Royce-Triebwerke, mit denen sind wir auf jeden Fall schon mal geflogen. Aber die andere, das dritte Triebwerk, was hier noch dabei ist, Triebwerkstyp, weiß ich jetzt gar nicht, was hier noch dabei ist. Naja gut, so, der Pushback hat begonnen, wir werden zurückgepusht und haben die Freigabe für den Engine Start. Dann lasst uns damit auch jetzt direkt weitermachen. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt eigentlich, müssen wir hier das hier anmachen? Ich glaube schon, machen wir einfach mal auf On und erstmal Triebwerk 3 und 4, mal gucken, ob das reicht, ob er dann hochfährt. Ob wir dann gleich das Fuel dazugeben können. Ja, sieht gut aus, oder? Doch, so funktioniert es genau. Da fahren sie hoch und wir geben direkt mal Kerosin dazu bei der 4 und der 3. So, da verlassen wir das Gate 10 hier am Flughafen Mauritius. Da steht eine von den Passagiertreppen, genau, die war hinten angedockt. Und mal gucken, da sollte eigentlich auch die Taxiway-Linie hier sicher gut erkennen können und uns dort passend drauf eindrehen. So, so langsam sollte uns nämlich jetzt auch schon eindrehen und wir warten, bis die Engines 3 und 4 stabilized sind. Das ist auf jeden Fall schon der Fall. Und dann starten wir jetzt mal die 1 und die 2. So. Und da kommt auch gleich das Kerosin dann noch dazu. So, da werden wir eingedreht. Wunderbar. Ja, sieht gut aus, dass wir passend auf die Linie gepusht werden. Kennen wir ja von GSX so, dass die uns da immer passend auf die Linie pushen. Ich glaube, bis auf einmal war das so, dass sie uns nicht passend gepusht haben. Wieso das da so war, ich glaube, es war am Flughafen von Bangkok. Aber sonst war das bis jetzt immer so, dass wir passend auf die Taxiway-Linie gepusht wurden. So, geben wir auch gleich das Kerosin dazu. Und haben jetzt dann 4 wunderbar laufende Triebwerke. Sehr schön. So, genau, hier sind wir schön jetzt auf dem Taxiway. Taxiway Charlie ist das, genau. So, die Triebwerke sind so gut wie auch jetzt hochgefahren. Wunderbar. Und dann können wir die APU gleich wieder ausschalten. Wobei, warten wir, bis der Pushback jetzt fertig ist. So, Engines
sind stabilized. Wunderbar. Schöner Engine Start. Alles gut geklappt. So, bis der Pushback fertig ist, können wir kurz mal bei der Lex Page gucken, ob wir Discord Unities haben. Die können wir mal rauslöschen. Ach, wunderbar. Kein Discord Unity oder habe ich gerade einen übersehen? Ne, sieht gut aus. Kein Discord Unity. So. Dann einmal die Parkbremse wieder setzen. Die ist gesetzt. Wunderbar. Dann sollte jetzt gleich den Pushback-Truck vom Flugzeug lösen und uns das Handsignal geben. Dann hier auf der linken Seite. Mal gucken, ob wir ihn gut sehen können oder ob er genau hinter der Säule stehen wird. Müssen wir mal kurz abwarten. Ich finde es auch richtig cool, dass jetzt heute wirklich so gut mit dem Kerosin gepasst hat. Ich habe nämlich einfach mal ungefähr abgeschätzt, irgendwann mal eine Menge an Kerosin genommen, aber wir haben wirklich eine optimale Menge heute dabei. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Sonst hätten wir das irgendwie noch nachträglich jetzt dann irgendwie hier geändert. Also wir hätten das ja so gemacht, wie wir es auch sonst bei der 737 oder so gemacht haben mit den Kerosinberechnungen. Hätten wir halt dann von der aktuellen Kerosinmenge das, was übrig ist, was laut aktuellen Berechnungen am Zielflughafen übrig wäre, abgezogen. Dann noch ein bisschen dann was draufgerechnet an Reserve und so weiter. Dann hätten wir hier unter Menu, CMU, wo ist es da, Refuel and Payload, Refuel und hätten wir bei Total Fuel einfach hier eine andere Menge eingegeben, genau. So könnt ihr das hier auch anpassen. So machen wir es ja immer bei der 777 und bei der 737. So, der Pushback-Truck entfernt sich da vorne vom Flugzeug. Gucken, ob er auf den Marschaller wartet, dass er sich dann da draufstellen kann. So. Ah, steht da vorne. Das sehen wir nicht ganz. Ah, da ist er. Handsignal. Dankeschön. Genau, hat er uns Handsignal gegeben. Kurz mal die Sicht geändert. Gehen wir wieder runter in die andere Sicht. So sollte es gewesen sein. Ne, so eher. Und ich glaube, so waren wir ungefähr der Sichtpunkt. So, genau, der Pushback-Truck wartet noch auf den und wir machen weiter mit dem B4-Taxi-Procedure. So, erstmal geht die Auxiliary Power Unit auf Off. Dann Hydraulic Demand 4 geht auch auf Auto, wie alle anderen drei Schalter. Die Packs gehen wieder auf Normal. Und die Takeoff-Flaps setzen wir jetzt. Flaps 20. 1, 5, 10, 20. Und die Flight Controls, die kontrollieren wir jetzt. So, da gehen wir hier auf Stat. Können wir das eigentlich auch irgendwie hier einblenden? Ja, genau, wunderbar. Dafür ist es eigentlich mal ganz nützlich, dann kann man das hier so einblenden, wenn man die Flight Controls kontrolliert. Also erstmal Full Left, Full Right. Sonst lassen wir eigentlich immer das ND da, aber man kann das hier so switchen. So, dann Full Up, Full Down, Neutral und noch das Rudder. Full Left, Full Right und Neutral. Flight Controls sind checked und die B4 Taxi Checklist. Anti-Ice ist off und bleibt off. Recall. Recall, wo war's? Hier drüben, genau. Recall ist checked. Fuel Pump Stabilizer Left and Right, das können wir canceln. Das ist einfach nur, wahrscheinlich weil da relativ wenig Kerosin drin ist, meldet das jetzt. Die werden wahrscheinlich jetzt schon bald dann leer gehen und dann können wir die schon ausschalten. So, Auto Brakes sind auf RTO, steht auch nochmal hier. Flight Controls sind checked. Ground Equipment ist clear. Und die B4 Taxi Checklist ist completed. Wir lösen die Parkbremse, erhöhen leicht den Schub, müssen wir gar nicht viel erhöhen. Und machen uns auf den Weg zur Startbahn 14 hier am Flughafen Mauritius. So. Ja, und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sieht der Flughafen Mauritius hier so ein bisschen anders aus als, beziehungsweise hier wird hier so ein bisschen anders dargestellt als der Flughafen Mauritius, der standardmäßig hier im FSX sozusagen dabei ist sozusagen. Also er wird hier auch schon so dargestellt und sieht hier auch so aus, wie in echt auch von den ganzen Rollwegen und so weiter und so fort. Gut, außer dass halt in echt der Flughafen noch ein bisschen weiter ausgebaut ist. Da hinten gibt es nämlich jetzt mittlerweile schon hier um die Ecke, wo der Flughafen da schon erweitert, zumindest habe ich es auf Google Maps so gesehen, dass er hier schon erweitert wurde mit einem neuen Terminalgebäude und so weiter und so fort. Also noch ein bisschen vergrößert wurde sozusagen. Und genau, aber hier, dass der so schön dargestellt wird und so weiter, der Flughafen Mauritius, das liegt einfach daran, dass ich hier für den Flughafen eine Freeware-Scenery verwende. Genau, ich habe halt auch kein Add-on hier für den Flughafen gefunden, habe deswegen mal ein bisschen nach Freeware-Szenerien geschaut. Habe ich in letzter Zeit schon öfters immer mal gemacht, dass ich so Freeware-Szenerien verwendet habe. Zum Beispiel auch letztens in Klagenfurt oder am Flughafen von Johannesburg. Dafür hatte ich ja auch da Freeware-Szenerien verwendet. Und für den Flughafen verwenden wir heute hier auch eine Freeware-Scenery und die ist wirklich richtig, richtig gut gelungen, finde ich. Also sieht richtig gut aus.
Also, wird der Flughafen hier wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Und genau, falls ihr die auch verwenden wollt, Link zu der Seite, wo ihr euch die downloaden könnt, ist unten in der Videobeschreibung, genau. Ist, glaube ich, bei AVSIM, da müsst ihr euch halt aber nur dazu anmelden, halt bei AVSIM, um halt auch diese Szenerie downloaden zu können. Aber wenn ihr auch mal hier von Mauritius fliegen wollt oder nach Mauritius, ist die Szenerie auf jeden Fall eine Empfehlung. Also kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. So, wir rollen dann jetzt mal auf die Bahn und dann gleich nach links und bis ganz ans Ende von der Bahn zum Turnpad, damit wir möglichst viel Startbahnlänge haben. Ich weiß gar nicht, wie lang die Bahn genau ist, aber der Flughafen ist auf jeden Fall auch für Flugzeuge wie die 747 oder die 777 ausgelegt. Also in echt fliegt halt, wie gesagt, Corsair auch hier mit einer 777 hin. Oder für einen A380 ist er zum Beispiel auch ausgelegt, der Flughafen, weil zum Beispiel der... Weil zum Beispiel Emirates fliegt von Dubai hier auch, ich glaube täglich, einmal täglich nach Mauritius, genau. Aber ich glaube hauptsächlich sind hier Flugzeuge von Air Mauritius unterwegs. Das ist ja auch die Airline, die hier am Flughafen stationiert ist. Und genau, aber so viel Flugbewegungen sind es jetzt, glaube ich, gar nicht am Tag. Ich weiß nicht, wie viele es ungefähr sind. Aber gut, schon deutlich weniger als zum Beispiel am Flughafen Frankfurt oder so. Aber der Flughafen ist natürlich hier auch deutlich kleiner. Aber hauptsächlich ist hier halt Air Mauritius unterwegs und die haben, glaube ich, aber relativ viel mehr, also eher Langstreckenflugzeuge als Kurzstreckenflugzeuge. Also mehr so A330, A340 sind glaube ich, die meisten Flugzeuge in deren Flotte. So, wir können mal weiter gucken, mal das Before Takeoff Procedure machen. Wir sind ja jetzt eh schon auf der Startbahn. So, da geht erstmal das Taxi Light auf on und dann Return Off machen wir auch gleich on und auch die Landing Lights. So, dann geht das TKS auf TARA. Wo haben wir es? TCAS. Da ist es, genau. Ja, nicht Test, sondern TARA. So, mal kurz mal langsam. Hier ist das Turnpad. Müssen wir nach links eindrehen. Und dann haben wir wirklich maximale Startbahnlänge. So, haben wir nochmal hier nebenbei nochmal einen TCAS System Test gemacht. So, wunderbar. Sind zwar nur ein paar Meter, aber die paar Meter können es auch schon ausmachen. Ich finde echt, dafür, dass hier eine Freeware-Scenery ist, wird der Flughafen hier echt richtig gut dargestellt. Auch hier von den Texturen, von der Bahn und hier von der Umgebung und so, sieht das echt richtig, richtig gut aus. Also es gibt schon echt richtig viele coole Freeware-Scenerien. Und das mache ich auch in Zukunft wahrscheinlich immer so, dass wenn ich von dem Flughafen halt kein Add-on oder so finde, gucke ich immer nochmal danach, ob es davon vielleicht auch eine Freeware-Scenery gibt. Weil es macht immer schon mal einen Unterschied, ob man halt jetzt hier die Standardversion vom FSX da verwendet, vom Flughafen, oder so eine Freeware-Scenery, weil so eine Freeware-Scenery stellt das Ganze natürlich auch nochmal echter dar, auch von der Anordnung von den Rollwegen und Terminalgebäuden und sowas. Na? Zu langsam zum Eindrehen. Ein bisschen mehr Schub geben. Also sowas ist schon immer echt eine ganz schöne Sache mit Freeware-Scenery. Kann ich euch auch nur empfehlen. Also wenn ihr mal noch jetzt nicht unbedingt einen Flughafen-Addon nicht kaufen wollt oder für einen Flughafen, von dem ihr halt den hier im FSX noch besser dargestellt haben wollt, halt, dass es von dem Flughafen kein Add-on gibt, dann könnt ihr immer mal gucken nach Freeware-Scenerien. Gibt es da auf jeden Fall einige im Internet. Von den verschiedensten Flughäfen, genau. So, die Lights sind fast alle auf on. Ich sehe es jetzt leider nicht ganz, es sollte aber das Strobe-Light sein. Das ist jetzt auch auf on, gucken wir mal, blitzt's. Ja, es blitzt, genau. Warten wir erstmal, bis wir eingedreht sind. So, jetzt sollten so die Fluggäste, so die über die Tragfläche bzw. auf der rechten Seite sitzen, so einmal hier die Startbahn entlang gucken können. Geben wir noch ein bisschen mehr Schub. Aber jetzt sollten wir in einem hier, ohne anhalten zu können, fertig drehen können. So, gleich haben wir es geschafft. Mal hier sogar wunderbar auf der Linie. Also das Turnpad ist auf jeden Fall groß genug. So, jetzt können wir schon mal Schub rausnehmen. Ja, das passt so ungefähr. Stehen wir ungefähr mittig auf der Bahn, können wir später noch dann leichte Korrekturen machen während des Starts, während wir auf der Bahn entlang rollen, genau. Dann machen wir als nächstes mal die Lichter fertig alle an. So, gucken wir nochmal. Strobe ist on. Logo Light
Brauchen wir eigentlich nicht, können wir eigentlich auflassen. Wir fliegen heute eigentlich nicht im Dunkeln. Werden wir wahrscheinlich dann noch ankommen, wenn es dann noch hell ist in Paris, genau. Dann machen wir das Terrain-Display hier noch an. So, genau, können hier vielleicht noch ein bisschen rauszoomen. Fliegen erstmal nach dem Start erstmal eine Linkskurve, die können wir eigentlich dann noch vielleicht sogar noch manual fliegen. Müssen wir mal gucken, wie weit nach dem Start die kommt. Wir aktualisieren nochmal die Höhenmesser, die sind aber gleich geblieben. Und dann kontaktieren wir jetzt mal den Tower. So. Oh ne, das geht hier nicht, oder wie? Hätten wir das besser mal da vorne gemacht. Dann machen wir folgendes, versetzen wir das Flugzeug gerade mal ein Stück vor. Kriegen wir hier den Tower? Ja, strengen Freigabe anfordern, dann versetzen das Flugzeug wieder zurück. Anstatt das Ganze jetzt nochmal zu rollen. Ich finde es aber auch sehr cool, dass hier geklappt hat mit dem Callsign und der Nummer, die ich hier eingegeben habe, dass der FSX das auch übernommen hat und jetzt hier die Fluglotsen das auch so sagen mit Corsair und dann 953. So, okay, dann versetzen wir das Flugzeug wieder zurück. Einfach Y drücken und dann den Joystick bewegen oder halt alternativ könnt ihr auch mit den Pfeiltasten halt das Flugzeug versetzen. So, ungefähr da, wo wir es davor auch hatten. So, dann würde ich sagen, sind wir soweit für den Takeoff. Flaps sind set und dann erhöhen wir jetzt die N1-Leistung auf 70% circa. Sehen wir hier im ECAS von jedem Triebwerk die N1-Leistung genau und wenn die dann stabil sind, drücken wir hier den Toga-Knopf und dann geht's los mit dem Takeoff, beziehungsweise dann beschleunigen wir richtig. So, na, sind die Autobrakes off? Ich habe nämlich kurz die Bremsentaste gedrückt. Ne, Autobrakes sind noch da. Hier kam nur gerade die Meldung Autobrakes. So, okay, dann jetzt mal Schub auf 70% N1 erhöhen. So, und Engines sind stabilized, dann würde ich sagen, let's go, take off. Und tschüss Mauritius, ab geht's in Richtung Norden, nach Frankreich, zum Flughafen von Paris, dem zweitgrößten Flughafen von Paris, dem Flughafen Paris-Orly. Genau, letztens sind wir ja auf dem größten Flughafen von Paris gestartet, auch einem der größten Flughäfen der Welt, dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle. Und nach Warschau geflogen und heute geht's wieder mal nach Paris. Nur diesmal nicht zu dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle, sondern zu dem zweitgrößten Flughafen von Paris, dem Flughafen Paris-Orly. So, gleich haben wir V1 und gleich geht's in die Luft. Und da haben wir Rotate. Einmal die Nase langsam nach oben ziehen und dann verlassen wir gleich die Startbahn hier vom Flughafen. Von Mauritius, Positive Rate und einmal Gear ab. So, Fahrwerk einfahren. Da sehen wir nochmal den Flughafen von Mauritius von oben. Steigen jetzt hier schön mit 15 Grad Neigung. Und VNAV und LNAV sind gearmt. Wunderbar. Beziehungsweise jetzt haben wir auch schon übernommen. Wir fliegen jetzt noch den Turn, genau. Und dann machen wir auch den Autopiloten an. Und dann kann das Flugzeug dann per VNAV und LNAV dann komplett selbstständig fliegen. So. Oder hat es jetzt schon übernommen? VNAV und LNAV so ein bisschen verzischt. Steigen gerade ein bisschen steil. So, wir können schon mal einen Left Turn langsam einleiten. Die Kurve fliegen wir jetzt noch von Hand. Und die Flaps können schon mal auf 10. So, schön den Left Turn fliegen, kann man vielleicht nochmal gleich links auf die Insel Mauritius gucken. Wir fliegen wahrscheinlich jetzt einmal um die Insel Mauritius außen drum herum, denke ich mal. So. Und die Flaps 5. Schön schrittweise einfahren, so wie wir es da mit den Flap Speeds ja auch im PFD angezeigt haben. Und Maus auf 1. Speed Check, Flaps 1 sozusagen. So, und dann gleich Flaps ab. Und mal gucken, ob er schneller wird als die Geschwindigkeit, die er hat, da hat. Ja. Oder? Nee. Das nimmt ein bisschen Schub raus. Wir können jetzt auch mal den Autopiloten anmachen. Nehmen wir den linken Autopiloten. Und dann fliegt er jetzt nach LNF und VNAV weiter die Route bis nach Paris. Orly. Wunderbar. Schöner Start. Alles gut gelaufen. Da sieht man jetzt hier links nochmal die Insel Mauritius. Ich kann eigentlich mal kurz einen Atlas holen und mal gucken, wo die jetzt hier liegt.
So, Atlas ist geholt. Wir machen mal kurz die After-Takeoff-Checklist. Landing Gear up and off und Flaps up. And no lights. Genau. Und durch 10.000 Fuß dauert noch kurz. Dann gucken wir mal, wie denn jetzt hier der große Ozean heißt, wo die Insel liegt. Seite 164, 165. So, und zwar Indischer Ozean. Was hatte ich vorhin gesagt? Hatte ich Indischer Ozean gesagt? Ich weiß, oder ich Pazifischer Ozean? Nee, Pazifik. Hatte ich Pazifik gesagt? Nee, ne? Pazifik ist ja eigentlich woanders. Genau. Auf jeden Fall Indischer Ozean, da liegt die Insel. Direkt neben der Insel Réunion. Also die Insel hier. Réunion. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da fliegt auf jeden Fall auch Corsair. Regelmäßig hin, ich weiß nicht, ob die sogar täglich oder alle zwei Tage oder so von Paris-Orly dahin fliegen, genau. Corsair hat nämlich auch am Flughafen Paris-Orly ihren Stützpunkt sozusagen, ist ihr Drehkreuz, der Flughafen Paris-Orly, und Mauritius und Réunion sind die beiden Inseln, die auch regelmäßig von der Airline angeflogen werden, halt mit der 747 oder eigentlich nur mit der 747, genau, die haben ja drei 747 und insgesamt sieben Flugzeuge, glaube ich. Die haben dann noch A330, glaube ich, zwei unterschiedliche Längen, oder? Entweder die haben zwei A330 oder A340 und A330, ich weiß es nicht genau, aber insgesamt sieben Flugzeuge auf jeden Fall. Und hier haben wir die Hauptstadt von Mauritius, hier auf der Seite Port Louis, genau. So, und hier ist Madagaskar, genau, und wir werden dann irgendwie jetzt hier über den Indischen Ozean hier hochfliegen, dann hier über Nordafrika entlang und dann kommen wir nach Europa, wahrscheinlich so an Italien entlang, werden wir dann fliegen nach Frankreich rein.